Ganz ehrlich, helfen wir dem mal. Hört sofort damit auf. Ihr wagt es, eure Hand gegen den Emissär des Klosters zu erheben. Er hat einen alten Mann angegriffen. Ich musste einschreiten. Ich bekämpfe, wie ich will und warum ich will. Ich will keinen Ärger mit Balthasar oder dem Orden. Nehmen wir die Eid. Balthasar darf sich mit solchen Petiziden nicht belastet werden. Also will ich euch bei einer Verwarnung bewenden lassen. Mischt euch in Zukunft nicht mehr in Balthasars Geschäfte ein oder die seiner Mönche. Schlechte Neuigkeiten. Ich danke euch für eure Hilfe. Ich fürchte, der Mönch hätte mich umgebracht, wenn ihr nicht eingegriffen hättet. Ich wünschte, ich hätte noch mehr helfen können. Nein, danke. Ich suchte ohnehin nur nach einem Vorwand für zünftiges Gemetzel. Und gibt es irgendwelche Belohnungen? Naja, hören wir dir eins. Es ist falsch von mir, die Beherrschung zu verlieren. Ja, ich kann nicht untätig daneben sitzen, wenn Menschen verhungern. Und warum kauft ihr nicht einfach selbst Lebensmittel für die Hungernden? Kann ich denn für die Rechnung eures Lebens mit einer kleinen Belohnung rechnen, nehmen wir die eins? Die Kirche hat das ganze Geld für Armspeisungen ausgegeben. Wir haben nichts mehr. Ich glaube, ich gehe jetzt besser. Nehmt diese Spende in Höhe von 1000 Goldmünzen und helft damit den Hungern. Ich danke euch, werte Damen. Ihr seid so großzügig. Ich werde jedem von eurer Lebenswürdigkeit erzählen. Ich mache mich sofort auf den Weg, um Lebensmittel für die Armen zu kaufen. Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Wir müssen darauf achten, das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Ja, wieder ein Ring. Wieder ein Stufenaufstieg. Keine große Herausforderung. Und wir haben uns schon wieder um irgendeine Scheiße gekümmert. Ich stimme. So, können wir speichern? Ja. Und wieder den Schwierigkeitsgrad runter. Und Harry kriegt einen Stufenaufstieg. Als Kleriker. 4, 5, 7. Implosion, das wäre böse. Aura des flammenden Todes. Kriegt sie mal. Einverstanden. 4. Todesschutz wäre nicht schlecht, noch einen zu haben. Sicher ist sicher. 5. Kriegt sie noch einen Flammenschlag. Und 7. Symbol Betäubung. Shit ist Archon. Auferstehung. Nicht unbedingt. Heiliges Wort. Was macht das denn? Der Abspruch eines heiligen Wortes führt zu einem unglaublich starken Ausbruch magischer Energie. Der Priester schafft eine Verbindung zwischen sich und seinem Gott und wirkt so zum Zentrum eines Ausbruchs heiliger Magie, der es im Umkreis von 5 Metern um den Priester betrifft. Diese heilige Energie betrifft nur böse Wesen und Charakter mit böser Gesinnung. Die genauen Auswirkungen hängen von der Stufe des Opfers ab. Stufe oder Trefferwürfel Auswirkungen weniger als 4 tot. 4 bis 7 gelähmt. 8 bis 11 verlangsamt für eine Phase, Zauberscheitern zu 75%. Taubheit für eine Phase bei 12 oder mehr Zauberschaden zu 50% Wahrscheinlichkeit. Gegen diesen Zauber ist kein Rettungswurf zulässig. Die Auswirkungen treten sofort ein und halten an, bis die Wirkungsdauer endet oder der Zauber gebannt wird. Dieser Zauber kann natürlich nicht vom Priester mit böser Gesinnung eingesetzt werden. Tor. So, na, nehmen wir mal Tor mit rein. Da geht, wird Harry mal ein bisschen badass. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. So, ist das hier jetzt der richtige Eingang? Oder bin ich hier in einem Haus? Was immer ihr wünscht. Hallo. Was soll das? Mach bitte keinen Ärger. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Wer seid ihr? Wer seid ihr? Wollt ihr uns ausrauben? Nö, wir wollten eigentlich hier hoch. Wenn ihr es wollt. Und wer bitte seid ihr? Ich habe gehört, ich bin so glücklich, bei euch zu sein.
Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Ich habe gehört, dass Isamon Schmuggler einen Schwarzwald in der Höhle am Rand der Stadt unterhalten. Mhm. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Ja, hier oben gibt's noch mehr Häuser. In die wir kurz einen Blick werfen können. Ihr schaut nach oben und erkennt, dass die Öffnung der Decke verschlossen wurde. Ja, gibt halt nichts. Natürlich. Nee, Heiltränke und so haben wir genug. Da brauchen wir nicht jetzt noch hier Leute bestehlen. Das ist, was ihr wollt. Fahid und Majira. Euer Wunsch? Mit denen reden wir später. Keine große Herausforderung. Es scheint sich hier um eine Art aufwendig verzierte Sonnenuhr zu handeln. Können wir jetzt in den Laden hier rein? Diese seltsam aussehende Maschine besteht offenbar aus Pfeifen, Gestänge und Zahnrädern. Meinst du, die Maschinen haben sich offenbar mehrere Meter alter Stoff verfangen? Lazarus Libarius. Hey, Lazarus. Seht euch nur um und begutachtet die Waren. Ich bin mir sicher, dass sie euren hohen Ansprüchen gerecht werden. Herzlich willkommen in den erst kürzlich umgezogenen Arcana-Archiven. Lazarus Libarius zu euren Diensten. Kann ich euch vielleicht für die Waren interessieren, die ich anzubieten habe? Ich habe Schriftrollen im Lager, für die würden die meisten Magier töten. Zeigt mal her, was ihr anzubieten habt. Ich würde euch gerne ein paar Fragen über diese Stadt stellen. Nein, danke. Ich muss da mal zusehen, dass ich weiterkomme. Hey, seid ihr nicht der gleiche Typ, der auch in Saradosh Schriftrollen verkauft hat? Saradosh, ich denke nur gern daran zurück. Als die Armee durch die Tore brach, habe ich meine Schriftrollen geschnappt und bin um mein Leben gerannt. Ich musste sogar einen Teil der Ware dazu verwenden, um sozusagen meinen Kopf nicht zu verlieren. Die Armee hat so eifrig nach der Balbrut gesucht, um sie alle abzuschlachten, dass niemand auf einen einzelnen unsichtbaren Händler geachtet hat, der sich aus der Stadt schlich. Aber das liegt jetzt alles hinter mir. Hier in Amkerat werde ich einen neuen Anfang machen. Ja, was kannst du mir, kann ich euch Fragen über die Stadt stellen? Tut mir leid, ich kann euch dabei nicht helfen. Ich bin erst vor kurzem hier angekommen und damit beschäftigt, meine Regale zu füllen und Falle für Diebe aufzustellen. Ich habe das Gebäude seit meiner Ankunft nicht mal verlassen. Dann zeig mal, was ihr habt. Stöbert doch ein wenig in meiner großartigen Sammlung magischer Pergamente. Wenn irgendwas fehlt, was euch interessiert, können wir sicher einen für beide Seiten zu vielen Stellen Austausch klingender Münzen arrangieren. Ja. Du willst natürlich hier nichts kaufen. Von dem Firlefanz sicherlich auch nicht. Haben wir hier was, was du kaufen würdest? Gucken wir hier mal rein. Ich habe hier zweimal Identifizieren drin. Das sollte ich raustun und benutzen. Und ich habe sehr viel schwere Wunden heilen hier drin. Das sollte ich auch mal benutzen. So, hier ist auch nichts. Betant bist du auch nicht zu begeistern. Hier auch nicht. Magiebahn und Kettenblitz lassen wir mal. Abbild. Könnten wir auch mal lassen, aber Rüstung. Ganz ehrlich, wahrer Blick, das kann Keldorn. Ablenkung. Todeszauber, Schutz vor magischer Energie, Freundschaft kann ich auf jeden Fall verkaufen. Schutz vor magischer Energie sollte ich mal behalten. Ablenkung. Sobald der Zauber gewirkt wird, wird der Magier von einer verbesserten Unsichtbarkeit betroffen und 1-2 Meter von seiner aktuellen Position wegteleportiert. An der Stelle, auf der sich der Magier aufgehalten hat, wird ein genaues Abbild des Magiers geschaffen, das genauso viele Trefferpunkte wie der Magier hat. Das Abbild kann keinerlei Aktionen durchführen, wie beispielsweise Zauber wirken oder angreifen. Es kann sich allerdings bewegen. Nö, das können wir dann auch verkaufen, die 4 Abbildungen. Das ist das, womit ich die Gegner immer ärgern.
Zepter der Absorption. Das Zepter darf so wie Zauber mit einer Wirkungsdauer von 4 Runden. Kann auf den Kleriker. Hm. Sollte ich noch behalten. Ist nämlich nicht schlecht. So, dann mal raus mit den Identifizierungsschriftrollen. Eichenring. Dieser Ring wurde nicht aus Gold oder einem anderen Edelmetall gefertigt, sondern aus Eichenholz. Kann nur von Druiden verwendet werden. Ja. Hatte ich nicht noch eine? Ja, hatte ich noch eine. Die kann natürlich nicht von dir benutzt werden. Dann geht der Eichenring mal hier rein. Und du sagst mir mal, was das für eine Rüstung ist. Ein Kettenhemd plus 3. Okay. Der Geist ist willig, mein Freund. Ja? Aber dieser alte, zerschundene Kerik, der spät. Hallo. Es kommt mir nicht allzu häufig vor, dass Leute in meinem Geschäft platzen. Das ist der Grund, warum ich eine so abgelegene Örtlichkeit für meine Forschung gewählt habe. Wer seid ihr? Welch... Wen? Ich heiße Kerik, der Name wird euch nichts sagen, da bin ich sicher. Meine Arbeiten im Maschinenbau sind allerdings unter Gnomen bekannt, die vergleichbare technologische Neigungen besitzen wie ich selbst. Ihr arbeitet an Maschinen? Nun, ihr werdet mich zweifellos nicht für meine Arbeit auslachen wie so viele andere, aber ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Also werde ich euch erzählen, was ich hier tue. Ich mache Rüstungen, auch Waffen, mächtige Rüstungen und Waffen. Es ist ein Verfahren, das ich schon seit Jahr und Tag perfektioniere. Immer auf der Suche nach einem Weg, die Macht der... Ach, was soll's. Nein, ich kann nicht weitermachen, wenn die Leute mich auslachen. Ich ertrage das nicht. Geht, verschwindet von hier. Ich bin sie, ihr habt jede Menge Abenteuer erlebt, über die ihr berichten könnt, aber lasst mich bitte im Frieden. Könntet ihr für mich Rüstungen und Waffen herstellen? So, jetzt, wenn ihr das entsprechende Material dabei habt, ja, dann vielleicht. Allerdings benötige ich ganz bestimmte Materialien. Es nun, ihr würdet es ohnehin nicht verstehen. Ich habe das Material... Habe ich das Material, das ihr benötigt? Nun lasst mich mal einen Blick auf eure Habe werfen, nur ganz kurz. Oh, was ist das denn? Goldene Pantalons und ein faszinierendes Exemplar noch dazu. Überaus bemerkenswert. Die meisten Leute wissen gar nichts über die magischen Qualitäten von gut erhaltenen Pantalons. Ich wünsche euch zu einem guten Geschmack, meine Fürstin. Ja, wenn ihr 3 solche Exemplare hättet, in goldener, silberner und bronzener Ausführung, nun dann könnte ich euch eine Ausrüstung herstellen, die selbst die Götter fürchten müssten. Ja, hier ist der Knackpunkt. Das hier ist nämlich ein sehr geniales Easter Egg, von dem ich mal gelesen habe. Wo ich mir echt sagen muss, da hat sich damals BioWare selbst übertroffen mit diesem Running Gag, der durch alle 3 Teile geht. Nämlich die goldenen Pantalons haben wir aus Baldur's Gate 1 von dem einen Adligen im freundlichen Arm. Die silbernen haben wir leider verkackt. Das war nämlich die... Quest auf dem Friedhof, wo wir den Typ aus dem Grab gerettet haben. Irgendwie hätten wir da die Silbernen kommen können. Und die Bronzenen, die gibt es hier in Throne of Baal zu finden. Also, erster Teil, Shadows of Arm und Throne of Baal, zieht sich dieser Gag hier durch. Wenn wir alle Pantalons hätten, könnten wir uns eine Imba-Ausrüstung machen, die richtig böse ist. Ja. Da könnt ihr euch die Ausrüstung herstellen, die selbst die Götter fürchten müssten. Lasst mich aus, wenn ihr wollt. Aber solltet ihr jemals über solche Gegenstände stolpern, zögert keine Sekunde und kommt wieder zu mir. Ja. Ja. Für den Fall, dass hier Zuschauer sind, die sich für diesen Running Gag interessieren, dann schreibt mir einfach mal in die Kommentare. Vielleicht cheat ich uns dann die silbernen Pantalons einfach her mit dem entsprechenden Konsolenbefehl. Ja, das ist möglich, aber normalerweise greife ich bald in solchen Spielen nicht zu sowas. Wenn ich es halt verkacke, dann verkacke ich es. Aber wie gesagt, das könnt ihr entscheiden. Was immer ihr wünscht. So, da ich hier jedoch bei dem Schmied nichts verkaufen konnte... Wie ich es mir erhofft hatte, bleibt wahrscheinlich nur noch der Händler in der Taverne.